unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst am Erscheinungsfest. Wir lassen uns heute mitnehmen auf den Weg der Sterndeuter, der Weisen, die sich von einem besonderen Stern herausrufen ließen, die sich aufmachten, gingen und im Stall, im Kind, in der Krippe Gott selbst fanden. Auch wir dürfen uns aufmachen, Gott zu suchen und Gott zu finden. Wir dürfen sicher sein, wenn wir ihn suchen, wird er sich von uns finden lassen. Und so wenden wir uns ihm zu und beten miteinander mit Worten aus Psalm 100. Sie finden ihn zum Mitbeten unter der Randnummer 740. Jauchzet dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Die Sterndeuter machen es uns vor. Sie lassen sich rufen, machen sich auf, gehen los, ganz ohne Netz und doppelten Boden. Sie können nicht anders, als diesem Stern zu folgen. Er führt sie zu dir und du begegnest ihnen im Kind in der Krippe. Du berührst ihr Herz, das bringt sie zum Jubeln und Preisen. Dazu lädst du auch mich ein. Der Weg zu dir steht auch mir offen, damit ich Licht habe und Freude und Hoffnung. Und doch spüre ich das nicht immer. Manchmal ist es dunkel in mir. Manchmal sehe ich deinen Stern nicht, der mich doch zu dir führen soll und will. Und so bitte ich dich, sei mir der Stern auf meinem Weg, der mich führt und zu dir leitet. Jetzt am Anfang dieses Jahres. Und so bringe ich vor dich alles, was mich auf meinem Weg bewegt, und sage es dir in der Stille. Danke Gott, dass ich dir alles sagen kann. Wir schließen unser Gebet und singen 571 Ubi Caritas. Thank you.
Ich lese den Predigttext aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12, die Weisen aus dem Morgenland. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Wir singen das Lied Stern über Bethlehem mit der Randnummer 540. Segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, gerade haben wir es in der Lesung gehört. Die drei Sterndeuter, die Weisen aus dem Evangelium für den heutigen Feiertag, gehören schon seit langem zu den Weihnachtskrippen. Bei vielen sind sie dabei. Wahrscheinlich, möglicherweise auch bei Ihnen zu Hause. Vielleicht steht die Krippe mit den drei Weisen unter dem Christbaum
oder auch irgendwo extra. Vielleicht kann man sie an besonderer Stelle gut sehen. Vielleicht sind sie auch zum Spielen da. Und ja, neben Maria, Josef und dem Kind in der Krippe haben die Weisen genauso wie die Hirten ihren Stammplatz. Schon sehr früh haben die Menschen die Sterndeuter als heilige drei Könige verehrt. Wenn wir alte Bilder und Skulpturen anschauen, die diese drei Heiligen zeigen, dann fällt uns auf, dass sie meist besonders gekleidet sind und dass meist mindestens einer der drei eine dunkle Hautfarbe hat. Bei den holzgeschnitzten und unbemalten Figuren, die es oft als Krippe auch gibt, fällt das gar nicht so ins Auge. Aber bei bunten Bildern und Krippen sieht man es sofort. Dann ist es auf den ersten Blick erkennbar, da stehen Fremde an der Krippe. Das war damals an der Krippe offensichtlich und ist es in den Abbildungen bis heute. Das sind Menschen aus einer anderen Region dieser Welt. Sie kommen von weit her. Sie sind nicht in Bethlehem zu Hause, sondern sie haben sich aus fernen Ländern aufgemacht, den Weg zur Krippe auf sich genommen, um zum Kind im Stall zu kommen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen. So fragen sie die Sterndeuter aus dem Osten, die Menschen in Jerusalem. Es war ein Stern, der sie auf die Beine gebracht hat, der sie in so eine heilsame Unruhe versetzte, dass sie nicht anders konnten, als loszugehen. Und so gesehen ist der Stern auch ein Sehnsuchtszeichen. Er leitet die Gottsuchenden auf ihrer Lebensreise. Die Weisen sind aufgebrochen, weil sie den Stern, diesen besonderen, auffälligen Stern gesehen haben. Es war kein gewöhnlicher Stern, wie sie allabendlich am Himmel zu sehen sind, sondern ein Stern, der anders ist, der sie in Bewegung setzt, der sie nicht loslässt, den sie nicht ignorieren können und es auch nicht wollen. Ein Stern, der sie aufbrechen lässt und der sie zu den Sternstunden ihres Lebens führt. Dabei kommen sie zuerst einmal nach Jerusalem. Es ist eine Zwischenstation, wie sich herausstellen wird. Denn im bürgerlichen Jerusalem bringt die Botschaft von der Geburt eines neugeborenen Königs zwar einiges an Erschrecken, aber niemanden im guten Sinne aus dem Häuschen. Ein neuer König hat hier nichts verloren. Suchende sind die Fremden, die auf der Durchreise. Unbändig ist dann ihre Freude am Ziel, schreibt der Evangelist. Und indem sie niederfallen und anbeten, spüren sie, dass sie am Geheimnis Gottes, das in diesem Kind wohnt, angekommen sind. Sie nehmen die Reise auf sich, geben dem Stern Vorrang, lassen alles andere zurück. Sie brechen auf ins Unbekannte. Sie scheuen das Risiko nicht, sie wagen sich in die Fremde, in die Gefahr und geben sich der Möglichkeit des Scheiterns hin. Auch des Vergeblichen weichen sie nicht aus. Vielleicht können wir uns in den Sternkundigen selber erkennen und finden. Vielleicht sind wir wie Sie, Gottsuchende, unterwegs auf der Lebensreise, unruhig, ahnend und hoffend, geleitet von dem Wissen um einen Stern, geleitet von einer Ahnung, von einer Hoffnung, dass es mehr gibt als das, was wir gerade sehen und was vorfindlich ist. Nicht Karte und Kompass sind auf diesem Weg nötig, sondern die Sehnsucht des Herzens leitet. Sie bringt uns in Bewegung. Sie ist uns von Gott selbst ins Herz gepflanzt worden. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch, so sagt es der heilige Augustinus. Und deshalb kommt, wer Gott sucht, immer als erstes beim Menschen an. Im Geheimnis des Menschen, so wie er ist, wird das Geheimnis Gottes erahnbar. Im Gegenüber wird Gott erlebbar. Wer Gott sucht, der oder die geht unter einem guten Stern.
Im Kind Jesus sind die Sterndeuter am Ziel, dürfen auch wir am Ziel sein. In diesem neugeborenen Kind begegnen sie Gott und werden von ihm ergriffen. Sie werden von ihm berührt. Ihre Herzen gehen auf, bringen ihre Gesichter zum Leuchten. In diesem Kind in der Krippe erfahren sie, wie Gott ist. Nicht mit Macht und Gewalt kommt er, sondern zart und hilflos und voller Liebe. Wie es den drei Sterndeutern geht, geht es auch uns. Im Menschen kommen wir mit dem Geheimnis Gottes in Berührung. Das ist die aufregende Botschaft in diesen weihnachtlichen Tagen. Weil Gott Mensch geworden ist, kann der Weg zu Gott niemals mehr am Menschen vorbeigehen. Jesus selbst wird das in der Zeit seines öffentlichen Wirkens bis zur bitteren Konsequenz verkündigen und vorleben. Es kann uns einfach nicht mehr egal sein, wenn an einem anderen Ort Leid und Unrecht geschieht. Es muss unsere Herzen anrühren, wenn wir von Trauer und Leid erfahren, sei es im persönlichen Umfeld oder in der Welt. Wir können und dürfen es nicht ignorieren, wenn Menschen anderswo in Not sind, verfolgt werden, Hunger leiden, Krieg und Terror ihnen das Leben unmöglich macht. Wir können nicht gleichgültig weitergehen, wenn anderswo Menschen sterben, weil ihnen die medizinische Versorgung fehlt oder wenn sie verzweifeln, weil ihnen alles genommen wird, was ihr Leben kostbar macht. Wenn wir Gott erfahren möchten, kommen wir an unserem Nächsten, wie er oder sie in der Bibel genannt wird, nicht vorbei. Weil wir im Nächsten erfahren, wer Gott ist, weil wir ihn im Nächsten erleben. Ein Lächeln, das uns geschenkt wird, das uns erfreut, eine Umarmung, ein Gespräch, ein liebevolles Wort. Auf so viele Weisen kann unser Nächster uns zeigen, wie Gott sich uns zuwendet, wie wenig wir ihm egal sind, wie kostbar wir in seinen Augen sind. Im Gegenüber können wir Gott erfahren, im Gegenüber ihm begegnen. Und zwar wechselseitig. Nie sind wir nur die Gebenden, nie nur diejenigen, die nehmen. Das zeigt die Begegnung der Weisen aus dem Morgenland in der Krippe ganz deutlich. Sie kommen mit wertvollen Geschenken. So könnte es auf den ersten Blick scheinen, dass sie die sind, die geben, und das Kind und die Familie die Empfangenden. Aber nein, die drei Männer werden ebenso beschenkt in der Begegnung mit dem Kind in der Krippe. Sie begegnen Gott und werden so reich. Beide sind in dieser Begegnung beschenkt. Die Familie mit dem Kind und die Weisen ebenso. Und das wird auch deutlich. Diese Begegnung schenkt Freude, die erfüllt, die bleibt lang über den Moment hinaus. So dürfen wir es auch erleben, wenn wir einander ernsthaft und von Herzen begegnen. Dann gehen wir beschenkt auseinander. Heute am Erscheinungsfest ziehen an vielen Orten Sternsinger durch die Straßen. Sie singen und beten, bitten an den Türen um eine Spende, um Kinder in anderen Teilen der Welt Gutes tun zu können. Aber sie nehmen nicht nur. Nein, sie geben auch etwas weiter. Nämlich Gottes Segen. Bei ihrem Besuch lassen sie ihn da, den Segen. Sie sprechen ihn zu, nehmen ihn nicht wieder mit. Sichtbar wird es in den Buchstaben C, M, B und der Jahreszahl. C, M, B, die Abkürzung für Christus segne dieses Haus auf Latein. Das ganze Jahr führen uns die Buchstaben diese Begegnung vor Augen. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören, uns zu begegnen, ist es, als hörten wir auf zu atmen. So sagt es Martin Buber. Und ich denke, ja, er hat recht, denn in der Begegnung mit dem anderen begegnen wir dem, der diesen Menschen gewollt und geschaffen hat, der ihn liebt, wie er mich liebt. Und so dürfen wir einander begegnen und darin Gott erfahren. Die Sterndeuter
Sie machen es uns vor. Sie lassen sich aufrufen, aufrütteln, locken. Und als sie dann angekommen sind, lassen sie sich ergreifen und mit Freude erfüllen. Wir dürfen es ihnen gleich tun. Und vielleicht erinnern uns die Worte Jesu, die als Jahreslosung über diesem Jahr stehen, immer wieder daran. Er sagt zu: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Machen wir es auch so in diesem Jahr und geben dem Gegenüber und auch uns die Chance, im anderen Gott selbst zu erleben. Amen. Wir singen vom Lied unter der Nummer 56 die Strophen 1 bis 4, weil Gott in tiefster Nacht erschienen. Beten. Gott, du zeigst Menschen den Weg. Du leuchtest ihnen mit dem Stern voran. Das lockt und lässt aufbrechen, lässt unterwegs sein zu dir. Gott, von dir dürfen wir Hilfe erhoffen, dir unsere Bitten anvertrauen. Und das tun wir und bitten dich für die Menschen, die nicht wissen, wohin der Weg sie führt. Für die Geflüchteten und Heimatlosen, die ohne klares Ziel vor Augen sind. Wir bitten dich für alle, die mit Sorge auf das neue Jahr blicken, das vor ihnen liegt. Menschen, die auf der Suche nach Arbeit sind. Menschen, die zum ersten Mal alleine durch das Jahr gehen müssen. Diejenigen, die Ungewisses vor sich haben. Gott, wir bitten dich für deine Kirche auf der Suche nach neuen Wegen, dein Licht unter den Menschen zum Strahlen zu bringen. Wir bitten dich auch für alle, die wichtige Aufgaben zu erfüllen haben und sich fragen, ob sie es schaffen, ob sie genügend Kraft für haben. Schenke du einen Stern, der sie auf deinen rechten Weg leitet. Gott, wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen in unserem Land, dass sie weise Entscheidungen treffen, die den Menschen und ihrem Wohlergehen dienen. Wir bitten dich für alle, die in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, bei Polizei und Feuerwehr und an vielen anderen Stellen mit Leib und Seele für andere sich einsetzen.
Lass sie in den Begegnungen mit den Menschen dich erkennen und davon beschenkt werden. Gott, es gibt so vieles, was wir von dir erhoffen und erbitten. Höre du uns, wenn wir verbunden mit aller Welt in den Worten Jesu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgende Informationen darf ich noch an Sie weitergeben. Herzlichen Dank für die musikalische Gestaltung an der Orgel Conny Frick und Gesang Sophie und Christopher Seng. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank sagen wir auch für die Opfer, die Sie in die Briefkästen der Pfarrhäuser eingeworfen haben oder an die Kirchengemeinde überwiesen haben. Gerne dürfen Sie das, solange wir den Gottesdienst ohne Besucher feiern müssen, weiter so tun. Heute ist das Opfer landeskirchlich für die Aufgaben der Weltmission bestimmt. Am Samstag, 8. Januar, ist ab 9 Uhr Christbaumsammlung in Engslatt durch Jugendliche aus der Kirchengemeinde und den Seglern zugunsten von Brot für die Welt. Am Sonntag, 9. Januar, findet ab 9.15 Uhr Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum auf Schmieden statt. Pfarrer Braunwiller wird ihn feiern. Er wird wieder als Online-Übertragung zur Verfügung stehen. Das Opfer ist dann für die Partnergemeinde in Lublin in Polen bestimmt. Wir halten Fürbitte. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Herr Alexander Witt, Zimmereckstraße 2, im Alter von 35 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fand am 5. Januar auf dem Friedhof in Dürrwangen statt. Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen und befehlen den Verstorbenen und uns aller der Barmherzigkeit unseres Gottes an. Jesus Christus sagt uns zu: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Auf diese Zusage Gottes wollen wir trauern, wenn wir um seinen Segen bitten. Wir singen das Segenslied: Segne unser Herr, unter der Nummer 564, die Strophen 1 bis 3. Weiter mit dem Segen und dem guten Geleit unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt seinen Frieden. Musik.